kommt die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 60. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich hatte kürzlich zu diesem Thema mal ein Video gedreht und es kamen ganz, ganz viele Anfragen zu diesem Video rein, ob denn diese Rente tatsächlich kommt, was denn da gesetzgeberisch geplant ist und so weiter und so fort. Und ich kann einfach nur Folgendes sagen, leider ist da aktuell nichts geplant. Die Große Koalition hat, die Ampelkoalition hat da absolut nichts vor. Mir ist nicht bekannt, dass die SPD möglicherweise federführend mit Hubertus Heil als Bundesminister für Arbeit und Soziales da eine Änderung im Rentenrecht herbeiführen wird. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir in Bezug auf die Änderungen in der gesetzlichen Rente, die wir seit dem 01.07.2014 bis aktuell 2023 erlebt haben, am Anschlag sind. Wir haben große gesellschaftliche Fragen, die zu klären sind. Unter anderem, wie gehen wir mit der Altersdemografie um? Wie gehen wir damit um, dass die Rentenversicherung immer weniger Beitragszahler in der Zukunft hat? Wie gehen wir damit um, dass das Rentenniveau sinkt? Ich würde es mir natürlich wünschen, dass schwerbehinderte Menschen, die ja gerade besonders unter ihrer Krankheit und dann auch festgestellten Behinderungen zu leiden haben, hier einen früheren Rentenzugang haben, möglicherweise sogar dann eine abschlagsfreie Rente bekommen könnten. Das würde ich mir sehr wünschen. Aber ja, was ich mir wünsche, ist leider nicht tagesaktuelle Politik und ist auch nicht gesetzgeberisches Handeln der aktuellen Bundesregierung. Die Tendenz geht eher dahin, so wie wir den neuen Vorschlag der CDU gehört haben. Da kriege ich schon Pickel auf den Kopf oder mir fallen die Haare bald aus, dass das Renteneintrittsalter ab 2031 dann sogar noch verlängert werden soll. Also ich sehe da nicht, wie wir eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 60 hinbekommen werden. Aber nochmals, danke für alle Anfragen. Danke auch für Ihr reges Interesse zu diesem Thema. Ich bleibe natürlich am Ball. Ich werde sehen, wenn sich da was gibt, werde ich neue Videos zu dem Thema veröffentlichen und auch Beiträge auf Rentenbescheid 24 aktualisieren und auch entsprechend veröffentlichen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.